Habe die Ehre, grüß dich und herzlich willkommen bei der Boardgame Melange. Hallo Maria. Hi Markus. Hallo Leute, herzlich willkommen zum dritten Teil und vorläufig letzten Teil von Was gibt es Neues im Laden? Stimmt nicht ganz, es wird wahrscheinlich einen vierten Teil auch geben. Oh, vielleicht, schauen wir mal. Aber nicht direkt. Aber ne, wir sind kurz vor Weihnachten, es kommen immer wieder neue Dinge. Wir wollen uns das alles in Ruhe anschauen. Heute auf alle Fälle mal den dritten Teil. Wir fangen gleich mal an mit, ich sag mal, einem Grundspiel. Da haben wir aber erstens mal mehr in der Box, als sie den Anschein macht. Und wir haben auch alle Erweiterungen. Sehr gut. Nämlich das schwere Too Many Bones. Too Many Bones. Also es ist wirklich super schwer, die Box. Ja, die ist wahrscheinlich bumm voll. Ja. Was ich weiß, ist das ein Würfelspiel, wo man wirklich würfelt, um einen Miesficht zu bekämpfen. Hast du schön gesagt. Es sind 139 Würfel drinnen, also eine ganze Menge, aber es sind auch 137 Pokerchips drin, das sind wirklich Pokerchips, also qualitativ hochwertiges Spiel. Ist ein Boss-Battler, Dungeon-Fighter, whatever, aber ein bisschen anders, eben mit diesen Pokerchips, die die Charaktere darstellen, glaube ich, oder was auch immer, und Würfel gibt es, also es gibt eine ganze Menge von Chip Theory. Jedes Jahr in Essen heuer nicht, weil, ne, das können. Aber jedes Mal bin ich dort bei dem Stand, wir haben ja immer so große Brecher, also große Spiele. Alles super interessant. Ich schaue mir das an und wenn man den Titel liest, erwartet man vielleicht was anderes. Ich nicht, dass ich abgeschreckt war. Und es würde mich noch immer sehr reizen. Aber ja, aber es hat seinen Preis. Also es ist eine kleine Schachtel, aber es ist wirklich bummvoll. Die Chips sind hochwertig, die Materialien sind hochwertig. Deswegen kostet es ein bisschen. Da muss man was investieren. Genau, den nächsten Titel, der kostet auch nicht weniger, aber da kriegt man eine größere Box zumindest. Und das wird definitiv von mir gespielt. Dazu komme ich gleich. Nämlich Townsfolk Tassel. Die deutsche Version. Das ist auch wahrscheinlich schweineschwer. Schweineschwer, ich weiß nicht, wie schwer Schweine sind. Aber das ist schwerer. Ja. Hier haben wir tatsächlich einen Boss-Battler. Und zwar mit diesem Oldschool-Stil, der mich ein bisschen an so alte Comics ein bisschen erinnert. Ja, hat man auch vorne gesehen. Soll sehr, sehr cool sein. Ich bin gerade noch dabei, Vagrant Song zu spielen, aber das habe ich auch schon bekommen, weil ein Kunde von mir, der spielt immer wieder mal mit Leuten und deren Englisch ist nicht ganz so super duper. Und jetzt, wo die deutsche Version kam, hat er gemeint, ja, ich würde es gerne haben, aber was macht er mit der englischen Version? Da habe ich gesagt, du, dann machen wir einen guten Preis. Mir ist die englische Version egal, im Endeffekt. Und haben wir das gemacht. Er hat dann die deutsche Version gekauft, hat mir seine englische verkauft und jetzt habe ich das. Ich mag Vagrant Song, man kann es nicht so wirklich vergleichen, außer dass es Boss-Battler prinzipiell sind. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, jetzt schon mal von der Aufmachung her. Bin ich auch wirklich gespannt, werde ich sehr gerne spielen. Ich würde die Figuren gerne bemalen. Kannst du machen. Die schauen wirklich cool aus. Ich habe mir die Figuren schon angeschaut, die sind wirklich auch teilweise sehr, sehr groß, sehr grotesk, sehr verrückt zum Teil auch. Kann man so jetzt auch gar nicht so unbedingt sehen, aber schon wirklich grotesk aus, wirklich cool. Das erinnert mich an ein Videospiel, wo du auch umherum laufen musst und dann abschießen. Aha. Ja. Mistviecher abschießen. Mistviecher abschießen, genau. Na, so ist es. Wir haben einen neuen Uwe Rosenberg, diesmal von Feuerland, nämlich Schwarzwald, Black Forest. Oder Glasstraße 2.0. Kann man tatsächlich so sagen. Aber sie, wie soll ich sagen, sie machen kein Geheimnis draus. Da steht auch hinten, Uwe Rosenbergs legendäre Produktionsrede erleben 11 Jahre nach ihrer Veröffentlichung, die Glasstraße, jetzt ihre Rückkehr. Aber es sieht auch wirklich nach Uwe Rosenberg aus. Also wenn ihr euch das anschaut, das erinnert mich an Agricola und Co. Ich finde, das ist kein Fehler, weil auch die Glasstraße kam ja damals zu der Zeit raus. Das war eigentlich da war er on fire, das war sein Highlight, seine Highlight-Jahre, meiner Meinung nach. Caverna, Agricola, all diese Spieler, die waren gehypt weltweit. In den letzten Jahren, muss man sagen, ist ein bisschen ruhiger geworden um ihn. Die Spiele sind nicht mehr ganz so gut angekommen. Artivore zum Beispiel war jetzt eher so, an das Spiel vom letzten Jahr kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das hieß. Weiß ich wirklich gar nicht mehr. Aber jetzt hier bin ich wieder heiß drauf. Wenn das an alte Zeiten anknüpft, bin ich sofort dabei. Der kann einfach was, das ist einfach so. Ja, ich finde es sehr, sehr irreführend, diesen Cover. Also es ist wirklich, Black Forest steht da zwar, da unten, und dann hast du wirklich einen Wald. Und dabei geht es um ganz was anderes. Ja? Es ist schon in Schwarzwald, aber trotzdem geht es um anscheinend Glasbläserei, oder? Handwerker. Ja, es geht um Handwerker, ja. Ja, genau, Glasproduktion. Ja, du hast aber auch Gebäude und Tiere und so, also ne, es ist wieder ein Klassiker.
Ja, ja, so meiner Meinung nach. Sowieso. Und ein Rondell, ich mag eh Rondell. Bin ich ehrlich. Ein weiteres Spiel, das ist sogar noch älter als 11 Jahre, glaube ich. Mhm. Da sind wir vielleicht schon bei, vielleicht so, ich glaube, es ist seit den 90ern. Macht ja nichts, nämlich Roborally. Aha, ein ganz was Altes, was Lustiges. Was machen wir da? Weißt du das? Das weiß ich. Sehr, dann erzähl. Achso, ja. Richard Garfield, ne, mhm, also der Erfinder auch von Magic the Gathering, hat das gemacht. Mhm. Du bist ein Roboter und du programmierst deine Bewegung. Du möchtest ans Ziel kommen. Du programmierst deine Bewegung, das macht jeder gleichzeitig und dann macht man das gleichzeitig. Das heißt natürlich, den idealen Weg hast du dir im Kopf vorgestellt und hast auch programmiert, aber die anderen auch. Und das heißt, man wird dann ineinander pumpen, mhm, ineinander schubsen und stoßen und dann ändert sich natürlich deine komplette Programmierung, weil der Roboter macht das dann trotzdem stur weiter. Wenn dich aber jemand aus der Bahn geschoben hat sozusagen, mhm, dann kommst du nie dorthin, wo du hin willst. Es gibt dann hier, siehst du auch so Förderbänder, da kann dann totales Chaos geschehen. Es gibt Laser und. Wir haben auch einige Erweiterungen dabei, also nicht, mhm, hier, aber ne, zum im Laden. Die Roboter sind hier schon bemalt, schaut auch ganz cool aus. Die letzte Roborally-Version, die rauskam, die war relativ billig produziert, muss man sagen. Hier hat man ein hochwertiges Produkt über Schwerkraft Verlag und ist ein absoluter Klassiker. Das Programmierspiel schlechthin, wenn man sowas mag. Mhm. Man muss damit leben, dass das Chaos ausbricht. Regiert, ja. Also es wird sicher sehr chaotisch sein, natürlich. Wie bei jedem Programmier. Wenn sich da jemand schnell ärgert oder so, dann ist das nichts für einen. Nicht, ja, weil da muss man schon einfach cool bleiben. Mhm. Einfach cool bleiben. Cool kann man auch bleiben bei der nächsten Erweiterung und die Erweiterung ist größer als das Grundspiel. Das Grundspiel ist momentan aus, kommt vielleicht hoffentlich wahrscheinlich wieder. Die Erweiterung ist gefühlt 4-mal so groß, total verrückt, nämlich zu Arx haben wir die Blighted Reach Expansion. Eine Kampagnenerweiterung im Prinzip. Orks mag ich dieses Stil mag ich. Also ja. Das gefällt mir. Das ist wieder was anderes, was Interessantes. Ich würde es gerne spielen, wenn es nicht Stichspiel ist. Ich weiß nicht, wie stark dieser Stichspielmechanismus ist. Das weiß ich auch nicht. Ich möchte es mal spielen, aber auf jeden Fall möchte ich es ausprobieren. Ja. Ich habe gehört, dass es wirklich nicht schlecht ist. Ja, ich meine, viele haben auch gesagt, dass es im Prinzip, oder es ist ja auch eigentlich der geistige Nachfolger von Root. Mhm. Und sieht man auch ein bisschen da an den Figürchen und so. Mhm. Soll aber simpler sein. Weniger asynchron, was ich weird finde, weil Root ist ja der Urvater der Asynchronität, ja, wenn man so möchte. Aber wenn es deswegen auch zugänglicher ist, umso besser. Weil Root ist halt dann auch etwas, wo man sagt, hey, idealerweise haben wir 4 Leute und jeder weiß wirklich, was du tust. Was er macht. Ja, gut, ja. Idealerweise gewinne ich ein Lotto 6er. Das ist genauso realistisch. Also bitte. Schau Ja, es ist riesig. Wenn man es ein bisschen einfacher möchte, kriegt man das, hat man das. Fühlt sich auch schon ein bisschen wie ein Kinderspiel an. Zumindest dieses Gimmicky. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und dabei schaut das dann am Tisch auch gar nicht mehr so gut aus. Ich merke schon, ich verkaufe das nicht so toll. Nein, ist ein tolles Spiel, nämlich Babylon. Babylon. War auch in der Essen-Vorschau bei uns auf der Liste. Ja, weiß, auf jeden Fall. Ich wollte es mir unbedingt anschauen, weil es schaut schon wirklich cool aus auf den Bildern. Oder es wirklich auf dem Tisch auch so aussieht, da musste ich es spielen, kaufen und spielen. Aber irgendwie habe ich dann auch gehört, ja, okay, ist zu einfach, ist wirklich fast gimmicky und das mag ich dann nicht. Da würde ich lieber den Nunatak spielen. Ja, ja, ich meine, das ist die deutsche Version, das ist schon mal für die das als eine Hürde sehen, ist das schon mal weg vom Tisch. Und wenn es auch ein leichtes Spiel ist, dann ist es ideal für eine Familie. Ja. Vielleicht auch für Weihnachten und das meine ich jetzt einfach nicht als Verkaufszweck, sondern manchmal bei Familien, auch mit den Großeltern oder Enkeln, wie auch immer, braucht es leichte Spiele und das schaut auch gut aus. Mhm. Auch wenn manche sagen, dass die Plastikmaterialien nicht so toll ausschauen, wie sie hier den Anschein machen. Aber das spielt ja alles keine Rolle, denn wir sind ja die Hobbyisten, die auch das kleinste Körnchen finden. Ja, sowieso. Können. Wir sowieso. Aber manche sind einfach relaxter, so wie Familien, die wollen einfach eine nette Zeit haben. Und ich glaube, dafür ist das Spiel durchaus. Auf jeden Fall. Zu haben, und es schaut dann sicher cool aus auf dem Tisch, wenn es aufgebaut ist. Ja, wir haben jetzt das dritte Video. Und in jedem Video hatten wir etwas mit Hochhäusern, mit etwas in die Höhe bauen. Und auch hier haben wir jetzt eines auf Englisch von John DeClair, nämlich Rolling Heights.
Da hat das Universum gleiche Ideen irgendwo hingeschickt. Und da muss ich sagen, ich bin ein bisschen traurig. Wieso? Denn ich hatte ja mal, das habe ich niemandem wirklich gesagt, ich habe mal so eine Art Prototypen entwickelt als Spiel, wo man Miepel und andere Figürchen rollt und je nachdem, wie sie dann gerollt sind, passiert was. Hier haben wir das Spiel, hier passiert das nämlich. Hier rollst du die Miepels und dann passiert was. Ja, und dann kannst du was bauen. Manchmal muss man einfach an seine Idee glauben und das irgendwie forcieren. Naja. Ja, AEG, ist das AEG? Ja, AEG war in dem Fall schneller. Ich finde es interessant, dass du eigentlich eine Art Euro-artiges Spiel hast, aber dann hast du auch die Miepel, die du einfach nur rollst und dann passiert was. John DeClay hat schon gute Spiele gemacht. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe gesagt, ich finde das eine hat er dir deine Idee geglaubt? Eine verrückte Kombination. Mhm. Ja, schon. Ja. Meine Anwälte sind informiert. Schaut aber cool aus. Ja, viele Meeples sind dabei. Ne? Ja, okay. Aber ich muss sagen, von den drei Spielen hat mich am meisten eher das Skyrise interessiert. Ja. Weil das andere war mir zu plastik, zu irgendwie. Und das ist irgendwie auch, weiß nicht. Also man weiß es wirklich überzeugt nicht. Mich nicht so ganz. Man weiß es nicht. Weiß es nicht. Ein absoluter Brecher von Frosted Games auf Deutsch ist Earthborn Rangers. Cooles Thema, coole Box. Nicht so schwer, aber meiner Meinung nach auch ein cooles Spiel. Über 500 Karten, 540 Karten, über 80 Plättchen. Du kriegst einen Haufen. Mhm. Eine Kampagne ist dabei. Ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber... Ich bin sehr interessiert, muss ich sagen. Ich habe es schon gelesen, es ist ein Koop-Kartenspiel. Also werde ich es wohl nicht spielen. Ich würde es spielen, aber ich würde es mir nicht kaufen, wie schon gesagt. Das ist für mich dann immer dieses Koop, nein. Ich würde es spielen, auf jeden Fall, weil das schaut cool aus. Ich drehe es um, damit ihr es auch seht. Schaut schon cool aus. Auch so die Karten, auch der Design, schaut schon wirklich cool aus. Ja, absolut. Das erinnert mich an Anime oder so, aber cool gezeichnete Anime. Ja, so wie Studio Ghibli oder so. Genau. Ein bisschen mehr. Und dann haben wir noch ein Spiel und eine Erweiterung dazu passend, kommt gleichzeitig raus, muss auch nicht sein, aber ist passiert. Nämlich nach gefühlt 5 Jahren ist es raus, nämlich das Unbewusste, Unconscious Mind. Das Unbewusste. Hält es diesen Hype, diese Hype, der seit Jahren aufgebaut wird, hält es dem Stand? Ich und auch, denke ich, die Maria können sagen, ja, wir haben es jetzt gespielt vor kurzem. Hat wirklich einige sehr coole Momente. Habe ich gemocht. Nicht alles hat mir so ganz gefallen, aber im Großen und Ganzen habe ich gemocht und würde ich nur empfehlen. Mhm. Es spielt in Wien, da muss man spielen und diese Sigmund Freud ist sowieso bekannt und dann ist es gut. Man heilt einfach die Patienten durch verschiedene Mechanismen, die uns helfen. Ja, im Kern ist es ein Worker Placement in Wahrheit. Ja. Auch wenn das Ideen sind, aber es ist ein Worker Placement, wo du Aktionen triggerst. Es gibt noch ein paar andere Punkte natürlich. Was mir besonders an dem Spiel gefällt, wir brauchen nicht allzu viel darüber zu reden, aber was mir besonders gefällt ist, hier macht das Thema wirklich Sinn und es ist jetzt nicht so, oft habe ich bei Eurogames habe ich das Gefühl, dass sie sagen, ja, wir machen jetzt das Thema, aber es könnte ein beliebiges anderes Thema auch sein. Hier sehe ich das nicht so, weil die Mechaniken sind integral mit dem Thema verwoben und das macht alles auch Sinn. Und wenn ein Spiel ein Thema hat und das so verbindet, dass ich mir leichter tue, ein komplexes Spiel zu verstehen, dann weiß ich, die Mechanik und das Thema ist fest miteinander verschmolzen und das ist hier der Fall. Und das hebt ein Spiel für mich, weil es ist einfach nicht nur, okay, wir machen mal das Thema, sondern nein, es ist eine bewusste Entscheidung. Man macht sich Gedanken dabei, man setzt sich damit auseinander und kriegt dann ein robustes, rundum gelungenes Produkt. Ja, das Warten hat sich gelohnt, muss ich sagen. Und dazu haben wir natürlich die Erweiterung. Ja, Schrecken der Nacht Erweiterung. Ja. Wir haben 44 neue Karten, neue Traumakarten, neue Erkenntnisräder, interessant. Das ist auch interessant. Neue Blättchen etc. Weiß nicht, ob ich die jetzt schon brauche, muss ich ehrlich gestehen. Nein, da muss man das Spiel zuerst entdecken. Ich habe es mir zwar schon gekauft, ich möchte es auf jeden Fall spielen, irgendwann mal mit der Erweiterung, aber zuerst muss man das Spiel noch zuerst entdecken. Ja, das ist ganz wichtig, denke ich, weil das Spiel selber ist schon so groß und komplex, man braucht lange es zum Erklären, man braucht es lange zum Spielen. Da ist gleich die Erweiterung reinschmeißen, wäre Wahnsinn. Ja,
zuerst das ich glaub, da macht man sich keinen Grundspiel Gefallen. Ja. Spielen. Ja. Yep. Das war's, ein Haufen neue Dinge hier im Laden und wenn ihr euch wundert oder euch jetzt fragt, ist das nur jetzt so? Nee, das ist immer. Ich kriege gefühlt jede Woche eine Bestellung zum Leidwesen von meinen Mitarbeitern, aber ja, so ist das Leben halt. Wir kriegen immer wieder neue Dinge, wir sind immer am Zahn der Zeit. Nicht alles kriegen wir sofort, nur ab und zu rutscht was durch, ab und zu ist das halt so, wenn wir noch zu klein sind. Aber ich glaube, wenn man ein Hobbyist ist, wenn man etwas sucht in Wien, dann kann man auch zu uns kommen und man wird glücklich, man wird fündig. Ja. Ich bin auch gerne da, berate euch, wenn ihr das möchtet. Manchmal, sehr selten, aber doch, kann man auch die Maria antreffen im Laden, wenn es es ergibt, und dann ist es umso schöner. Ja. Ja. Auch hier bitte schreibt, welche Spiele ihr empfehlen könnt, welche ihr toll findet, welche ihr gerne auch jemanden schenken möchtet oder selber haben wollt. Na, ihr könnt mich auch jederzeit anschreiben, es online bestellen, whatever. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto.